Also herzlich willkommen, alle zusammen hier auf der Insel Patmos. Mein Name ist Christine. Christine, ja. Und unser Busfahrer ist der Janis, der Johannes. Das ist hier ein Name, der sehr häufig vorkommt, kann man sich vorstellen, auf der Insel des heiligen Johannes. Heißt jeder zweite Junge Janis. So, wir werden zuerst die Hülle der Offenbarung besichtigen. Dort, wo der Johannes während seiner Exilzeit hier in Patmos gewohnt hat, von 95 bis 97, nach der christlichen Zeitrechnung. Und unser zweiter Besuch gilt dem Kloster des heiligen Johannes vom Ende des 11. Jahrhunderts. Das ist die Festung oben auf dem Berg. Das kann man sehr schön jetzt von hier aus sehen. Links oben, das ist die Festung, das Kloster des heiligen Johannes, gebaut im Jahre 1188 nach Christus angefangen. Zuerst möchte ich Ihnen einige allgemeine Informationen geben. Patmos ist eine kleine Insel von 34 Quadratmeter Größe. Hier wohnen 3000 Einwohner auf drei Dörfer verteilt. Das hier ist Skala, der Hauptort und der Haupthafen von Patmos. Chora, eine mittelalterliche Stadt um das Kloster des heiligen Johannes, gebaut ab dem 12. Jahrhundert. Das Kloster, Chora, die Bergstadt und die Höhle sind auch seit 1999 von der UNESCO als Welterbe-Denkmäler erklärt. Hätten Sie gern die Klimaanlage angestellt? Nein, oder? Die 3000 Einwohner hier sind zumeist im Tourismus beschäftigt, die meisten von ihnen. Aber es gibt immer noch einige Fischermänner, einige Bauern hier in Patmos. Sie können sehen, dass hier Flachdächer auf den Häusern bevorzugt sind. Das ist hier eine sehr trockene und steinige Insel. Da wird das Regenwasser während der Winterzeit auf den Dächern gesammelt und dann in Zisternen geleitet, die meist unterhalb der Häuser hier liegen. Patmos wird das Jerusalem der Ägäis genannt, eine heilige Insel, eben weil hier der Johannes die Offenbarung empfangen hat und die Vision des Christus hatte. Die Höhle ist seit dem 17. Jahrhundert in ein Kloster eingebaut. Das ist das Gebäude, was wir links sehen, das untere Gebäude.
Das ist ein Kloster, das im 17. Jahrhundert auf die Grotte aufgebaut worden ist. Also wir müssen erst 40 Stufen runtersteigen, um zur Höhle des Johannes zu gelangen. Also ich möchte Sie nur kurz daran erinnern, dass das Gebäude ist, was im 17. Jahrhundert auf die Höhle draufgesetzt worden ist. Ja, also das hat mit dem heiligen Johannes jetzt hier noch nichts zu tun. Ja, wir müssen erstmal runtersteigen. Was aber sehr interessant hier ist, über dem Eingang, das ist eine Darstellung, zwar aus dem 20. Jahrhundert, aber sehr typisch. Die gibt es schon seit vielen Jahrhunderten auf Freskos, auf Wandmalereien und auch auf Ikonen und auch auf Mosaiken. Hier auf der rechten Seite der heilige Johannes hört die Stimme Gottes und sieht die Visionen der Offenbarung. Ja? Das wird symbolisiert durch die Hand, die da vom Himmel hervorguckt, ein typisches christliches Symbol. Und hier links diktiert er den Text der Offenbarung seinem Jünger und Schreiber Prochorus, der in der Höhle sitzt. Der Prochorus, der wird erwähnt, beziehungsweise er soll das Buch geschrieben haben, ein apokryphes Buch aus dem 6. Jahrhundert, was hier in der Bibliothek des Klosters oben auf dem Berg vorhanden ist. Dort steht geschrieben, dass der Prochorus zusammen mit ihm hier auf Patmos verbannt worden ist und auch sind dort die ganzen Wunder des heiligen Johannes aufgeschrieben und die politische Situation hier des Römischen Reichs hier speziell für Patmos in diesem apokryphen Buch vom 6. Jahrhundert aufgeschrieben. Der Prochorus wird außerdem in der Apostelgeschichte erwähnt als Diakon. So, dann lassen Sie uns mal runtergehen in die Höhle. So, dann lassen Sie uns noch kurz einiges zur Person des heiligen Johannes sagen. Also der Johannes ist ja nach dem traditionellen Glauben verschiedener Kirchen und Vereinigungen, ist die Person, die hier die Offenbarung empfangen hat, dieselbe Person wie der Lieblingsjünger Jesus und halt auch der Evangelist, der das Evangelium des Johannes geschrieben hat. Johannes war von Jerusalem aus nach Ephesus gezogen in den 70er Jahren, nachdem die Römer im Jahre 70 Jerusalem zum größten Teil zerstört haben, wie viele Juden und wie viele christliche Juden eben auch. Er ist dann nach Ephesus gegangen und war dort ein geistlicher Leiter der Gemeinde in Ephesus bis zum Jahre 95 nach Christi. 95 war ein schlimmes Jahr für die Christen in Rom und in Kleinasien. Es gab starke Verfolgungen unter dem Kaiser Domitian, besonders an den Stellen, halt, wo sich das Christentum besonders ausgebreitet hat in Rom und eben in Kleinasien. Und der heilige Johannes als ein christlicher Prediger, Jünger des Herrn, war dann nach Patmos ins Exil geschickt worden. Patmos in der römischen Zeit war eine stark bewohnte Insel. Wir wissen sicher, dass hier zumindest drei heidnische Tempel standen, ein heidnisches Gymnasium, also es war eine aktive heidnische Bevölkerung hier, deshalb wurde der Johannes auch gerade hierhin geschickt, ja, hier gab es keine Christen weit und breit, er soll auch, wie es in dem apokryphen Buche steht, hier eine sehr schlimme Zeit durchgemacht haben, sehr verfolgt worden sein, wiederum auch hier in Patmos, ich meine, das sagt er ja auch selber, am Beginn des seines Buches, ja, des letzten Buches des Neuen Testaments. Und er soll halt die meiste Zeit während seiner 2 Jahre Exil hier in der Höhle gelebt haben. Er hat dann auch gepredigt natürlich und Menschen bekehrt hier in Patmos, aber er ist immer wieder hier zurück in die Höhle gekehrt und hat die Stille gesucht, ganz klar halt, für einen Beter. Aber im Jahre 96 starb dann der Kaiser Domitian und der nächste Kaiser mit dem Namen Nerva
der erlaubte dann den Exilanten wieder nach Hause zurückzukehren. Und so konnte der Johannes wieder nach Ephesus zurückkehren im Jahre 97. So, die Christen, die er hier aber zurückgelassen hatte, die fingen dann an, hier in dem, also die er bekehrt hatte in den 2 Jahren, wo er hier war, aber vorher gab es keine, fingen dann an, hier ihren Gottesdienst zu halten in der Höhle. Also man kann sagen, dass seit 97 dieser Ort hier eine Kirche ist, zum Gottesdienst benutzt wurde. Natürlich nicht in dem Sinne, wie wir das heutzutage sehen, den Gottesdienst, sondern eben halt in der ganz frühen, urtümlichen Weise. So, der Tradition gemäß soll der Johannes hier in diese große Nische seinen Kopf gelegt haben. Oder hier soll er geruht haben und hier seine Hand hineingesteckt haben, um aufzustehen oder niederzuknien. Und der Prochorus, sein Schreiber, hätte diesen Fels hier so als Buchstütze benutzt, um seine Rolle hinaufzulegen und dann den Text aufzuschreiben, den der Johannes ihm dann diktierte. Und hier sind so 3 unnatürliche Risse im Felsen. Und sie erinnern sich bestimmt an den Anfang der Offenbarung, wo halt steht, dass Gottes Stimme so laut war wie eine Posaune, wie ein Wasserfall. Ja? Und deshalb wird geglaubt, dass diese Stimme diesen Fels hier gespalten hat in 3 Ritze, um halt auch die Dreieinigkeit zu symbolisieren, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das hier ist eine Ikonostasis. Das ist eine Schranke zwischen dem Hauptraum und dem Allerheiligsten in orthodoxen Kirchen. Das werden Sie auch in russischen wie auch in griechischen orthodoxen Kirchen immer sehen. Diese stammt hier aus dem 16. Jahrhundert mit einer Ikone vom Ende des 16. Jahrhunderts, gemalt von einem kretischen Maler Thomas Vaters, relativ berühmt. Und dargestellt ist hier die erste Vision des heiligen Johannes, wie es die Offenbarung eben erzählt. Hier liegt der Johannes wie tot. Wir erinnern sich an den Text, wie tot, als er Jesus vor sich sah, seinen Herrn, hier Jesus Christus. Weißes Kleid, goldener Gürtel, weiße Haare. Hier hat er 2 Schlüssel in der Hand. Die Schlüssel vom Hölle und Hades, die ihn halt als auch Verstandenen kennzeichnen, der den Hades und die Hölle besiegt hat. Und hier um seine rechte Hand die 7 Sterne. 7 Sterne steht in der Offenbarung, symbolisieren die Schutzengel, die Engel der 7 Gemeinden von Kleinasien. Und hier eben die 7 Leuchter, die auch im Text genannt werden. 7 Leuchter symbolisieren die 7 Gemeinden von Kleinasien. Und hier sind nochmal die Engel gezeigt. Jeder hält eine Kirche Kleinasiens in seiner Hand. Und die erste Teil der Offenbarung sind eben 7 Botschaften, 7 Sendschreiben, die der heilige Johannes an die 7 Gemeinden in Ephesus schicken sollte. Aber 7 ist halt auch ein Symbol für die Einheit der Kirche, die ganze Kirche. Und somit sind halt diese 7 Sendschreiben auch an uns gerichtet heute. Der zweite Teil der Offenbarung, wie Sie sicherlich wissen, ist ein prophetischer Text über das Ende der Welt. Also etwas, was im Grunde jetzt schon angefangen hat und was auch in Zukunft noch weitergeht. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, den Gott am Ende gewinnen wird. Und das ist halt auch die christliche Hoffnung, die Johannes hier während seiner Exilzeit hatte, als er hier gelebt hat und die Hoffnung, die ihn hochgehalten hat und womit er auch den christlichen Glauben hier verkünden konnte. Im 11. Jahrhundert wurde hier eine Kapelle vor den Eingang der Höhle gebaut. Und zwar, weil im 11. Jahrhundert sehr viele Piraten, die durch die Ägäis durchfuhren, fand man es sicherer und angenehmer, die Kirche zu schützen hier und eine Kapelle davor zu bauen. Der Klostergründer hat diese Kirche gebaut, der Klostergründer des Johannesklosters aus dem 11. Jahrhundert. Und der hat auch hier dieses Kreuz eingekehrt hier in den Felsen, über die Nische. Er hat diese Kapelle hier der heiligen Anna geweiht. Die Anna, das ist die Mutter von Mutter Maria. Hier ist eine sehr schöne
Krone eingesetzt. Die heilige Anna hält ihre ausgewachsene Tochter Maria auf dem Arm. Maria wiederum hält eine Blume in der Hand, die das ungeborene Kind Jesus symbolisieren soll. Habt ihr noch einige Fragen hier zu diesem Ort oder zum Johannes generell? Oder hier zu einigen Ikonen oder... Johannes, war es das? Bitte? Johannes, ach so, ja, es gibt, also wir haben gesagt, es war der Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn, ja? Und halt auch der Evangelist des Johannes-Evangeliums. Es ist aber natürlich nicht der Johannes der Täufer, das ist ein anderer, das ist der Vorläufer des Herrn. Der Johannes ist dann im Jahre 97 nach Christus wieder nach Ephesus zurückgekehrt. Und dort hat er der Überlieferung nach noch einige Jahre gelebt und ist dann in Ephesus gestorben. Die schwierige politische Situation für die Christen, die dauerte aber noch lange im Römischen Reich an. Und zwar bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts, bis genau 313. Das ist das Jahr des Ediktes unter Kaiser Konstantin, unter römischen Kaiser Konstantin. Mit diesem Toleranzedikt konnten dann endlich auch die Christen aus ihren Verstecken hervorkommen. Und es wurden überall im Römischen Reich Kirchen gebaut, sogenannte Basilikas, und das war auch hier in Patmos der Fall, oben auf dem Berg, wo während der antiken Zeit ein Tempel der Artemis erbaut worden war. Im 4. Jahrhundert wurde dann auf den Ruinen des Artemis-Tempels eine christliche Basilika gebaut, die dem heiligen Johannes geweiht war. Das soll auch der Überlieferung nach eine sehr große Basilika gewesen sein. Das zeigt darauf hin, dass es hier eine große christliche Bevölkerungsgruppe gegeben hat. Leider waren dann 300 Jahre später, wurde diese Insel hier verlassen, weil die Situation im Byzantinischen Reich sich immer weiter zuschärfte. Für 400 Jahre lebte dann hier auf Patmos keine Seele, bis dann am Ende des 11. Jahrhunderts ein Mönch aus Kleinasien mit dem Namen Christodoulos, das heißt übersetzt der Diener des Herrn, den tiefen Wunsch hatte, hier Patmos wieder neu zu beleben und einen christlichen Anbetungsort zu bauen. Er musste dann aber erst nach Konstantinopel reisen, also das ist Istanbul heute, um die Erlaubnis vom byzantinischen Kaiser Alexios Komnenos I. zu bekommen, hier in Patmos ein Kloster zu bauen. Und der byzantinische Kaiser war so erfreut, dass jemand hier Patmos wieder besiedeln wollte, diese heilige Insel, dass er ihm nicht nur das Recht gab, hier das Kloster zu bauen, sondern ihm die ganze Insel Patmos schenkte. Und außerdem noch viele Vorrechte gab, wie eine freie Schifffahrt und er war von allen Steuerzahlungen befreit. Und diese Rechte wurden auch von den folgenden byzantinischen Kaisern immer wieder erneuert. Und auch durch die Türkenzeit wurden diese Rechte vom ottomanischen Sultan auch akzeptiert. So, wir kommen hier in Kora an, auf dem Parkplatz von Kora. Wir haben jetzt noch so 5 Minuten zu laufen, bis wir das Kloster erreichen.
Bettgängern. Das ist das Problem. Der war auf der Toilette gewesen. Die Familie hier. Hallo. Alter, Tria. Also, wir sind ja eben durch die Außenmauern des Klosters hindurchgegangen. Und Sie haben bestimmt gesehen, wie dick diese Außenmauern gebaut worden sind. Das war das Erste, was die Mönche und ihre Erbauer gemacht haben, als sie hier im Jahre 1088 ankamen, die Mauern zu ihrem Schutz zu bauen. Das waren sehr schwierige Jahrhunderte, das 11. bis hin zum 14. Jahrhundert. Gab es sehr viele Angriffe von Seeräubern und von Arabern hier auf dieser Insel. Und da war es natürlich in der ersten Zeit für eine kleine Gruppe von Mönchen äußerst schwierig, hier zu überleben. So, dann wurden in 2 Jahren, also von 1088 bis 1090, die Außenmauern des Klosters gebaut, damit die zum Schutz fertig sind. Und dann ein Zisternensystem, um immer genug Wasser hier auf dieser trockenen Insel zu haben. Das Zisternensystem wird immer noch benutzt. Und zwar wird das Regenwasser in der Winterzeit gesammelt, hier in den Zisternen, die unter diesem originalen Fußboden vorhanden sind und auch unterhalb der Kirche und unterhalb des Refektoriums des Klosters. Dann wurde hier die Hauptkirche gebaut und das Refektorium und dann während der folgenden Jahrhunderte das ganze Kloster. Sie haben bestimmt schon bemerkt, dass beim Bau des Klosters keine bestimmten Bauplan gefolgt worden ist. Ja, also das ist ein architektonisches Puzzle, das ist ein Labyrinth. Die Kirche dagegen ist ein typisches Beispiel von byzantinischer Kunst. Ein äußeres Schiff, innere Vorhalle, Hauptraum und Allerheiligstes. Eine zentrale Kuppel auf 4 Pfeilern gestützt. Hier diese Vorhalle wird mit Fresken aus dem 18. Jahrhundert geschmückt, die als Thema die Wunder des heiligen Johannes hier in Patmos haben. Der untere Teil stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert und ist qualitativ minderwertiger als der obere Teil. Hier können Sie freigemut Fotos schießen. Es ist auch sehr schön beleuchtet. Wenn wir jetzt in die Kirche hineingehen, dann möchte ich Sie bitten, auch einen Blick auf die Holztüren zu werfen aus dem 17. Jahrhundert, in Kleinasien in Werkstätten gemacht. Das ist hier die Hauptkirche des Klosters. Das Kloster hier ist seit der Gründung im Jahre 1088 in griechisch-orthodoxem Betrieb. Ja? Und diese Kirche wird auch heute noch von den 8 Mönchen, die hier wohnen, jeden Tag und auch nachts von 3 Uhr nachts bis morgens um 7 benutzt für den Hauptgottesdienst. Ja, dann steht immer ein Priester hier im Allerheiligsten. Und viele Mönche hier um die kleinen Lesepulte, die elektrisch beleuchtet werden. Dann wird hier die Messe gelesen oder einfach Vespergottesdienste gehalten. Halt dieser typische klösterliche Tagesablauf findet hier in dieser Hauptkirche statt. Typisches Merkmal von orthodoxen Kirchen ist halt diese Ikonostasis, ja, die 3 hölzerne Trennwand zwischen Hauptraum und Allerheiligstem, also Altarraum. Hier diese wurde dem Kloster im Jahre 1820 geschenkt, und zwar von einem Erzbischof aus einer Stadt in Kleinasien. Sie sehen das. Sie aussieht wie Metall, es ist aber nur vergoldetes Zypressenholz.
Ja, Sie sehen sehr schöne Schnitzereien. Das ist aber, sind aber nicht nur Pflanzenmuster, sondern wir haben hier auch Figurendarstellungen von Engeln, zum Beispiel Löwen. Ja, hier sind Engelpaare und hier links und rechts neben dem Haupteingang sind auch kleine Szenen aus Altem und Neuem Testament. Also da könnte man sich stundenlang mit aufhalten, nur diese Schnitzereien zu betrachten. Da findet man immer neue Szenen, obwohl das fürs erste Auge eigentlich nur barockfloral anmutet. Sehr typisch für eine Ikonostasis, eine Trennwand in orthodoxen Kirchen, ist, dass auf der rechten Seite des Haupteingangs die Jesus-Christus-Ikone gestellt ist und auf der linken Seite die der heiligen Maria, Mutter Gottes. Und hier ganz rechts wird immer die Ikone eingesetzt, des Heiligen, dem die Kirche gewidmet ist. So hier halt in diesem Fall der heilige Johannes. Und ganz links, das ist die Nebentür, die Seitentür zum Altarraum, das ist also die zweite von links. Ja? Das ist immer der Erzengel Michael, der den Altarraum bewacht. Natürlich ist während des Gottesdienstes sind die Türen auf und man kann verfolgen, was der Priester vor dem Altar tut. Er kommt zur Kommunion raus, er segnet die Gemeinde, er gebetet und wie wir das halt auch von den katholischen Gottesdiensten her kennen. Hier, das ist eine typisch byzantinische Kirche, wie wir sagten, mit einem zentralen Dom, einer zentralen Kuppel, die auf vier Pfeilern stützt. Zwei sind jetzt hinter dieser Ikonostasis verschwunden, zwei Pfeiler. Die Kuppel symbolisiert in byzantinischen Kirchen immer den Himmel. Deshalb ist das Lieblingsthema der Freskenmaler auch immer der heilige Jesus, der Allmächtige, der Pantokrator, der Allherrscher, der auf der rechten Seite seines Vaters auf dem Thron im Himmel sitzt. Ja? Er wird verehrt von den Engeln, Erzengeln und seiner Mutter Maria als Herrin der Engel. Das sieht man genau über der hölzernen Ikonostasis. Und unter dieser Reihe die 12 Apostel, seine engsten Freunde auf Erden und hier in den vier Ecken, wie vier Pendentiven überhalb der Säulen, sind die vier Evangelisten, die das ganze Gebäude symbolisch halten. Ja, und hier auf der linken Seite über der Ikonostasis, da sehen Sie ganz typisch für Patmos, ist der Johannes dargestellt, wieder in seiner Höhle sitzend, die Hand Gottes ausgestreckt aus dem Himmel und ihm die Offenbarung gebend. Diese Fresken hier wurden im 16. Jahrhundert gemalt von russischen Künstlern und von Mönchen dieses Klosters. Sie sehen, dass die Farben sehr leuchtend sind. Sie wurden vor kürzerer Zeit gesäubert. Vorher sahen sie aus wie diese Fresken hier in dieser Ecke, ganz geschwärzt von Weihrauch und von den Kerzen, die während den orthodoxen Gottesdiensten halt nach wie vor benutzt werden. Bitte schauen Sie nur noch auf diesen Sitz dort hinter uns. Das ist der Sitz des Klosterabtes. Und hier auf dieses Gestell wird die Ikone des Tages gelegt. Halt wie auch in der katholischen Kirche sind in der orthodoxen Kirche die einzelnen Tage verschiedenen Heiligen oder verschiedenen biblischen Ereignissen geweiht. Und dann wird hier jedes Mal die Ikone des Tages hingelegt. Dann wissen auch gleich alle Gläubigen, was am Tag dran ist, ja, auch wenn das Fest gerade nicht so geläufig ist und so wichtig. Das ist doch.